Hier im ländlichen Zwilikon produziert die Tofurei Engel seit über 20 Jahren Schweizer Tofu. Wie das genau funktioniert, zeigt Michele Pizzera. Es beginnt im Schopf hinter dem Haus. Unsere Sojabohnen kommen aus Norditalien. Und die kommen alle von einem Bauer und wir bestellen dabei einmal im Jahr. Dann kommen die 25 Kilo Säcke. Früher war es die Dorfmolkerei. Heute entsteht hier Tofu. Ja, da werden die Sojabohnen eingeweicht. Dann werden sie da hinten in der Mühle zermahlen mit dem heißen Wasser und nachher in Kochtöpfe hineingepumpt. Und dann haben wir dann da im Kochtopf das ganze Sojabohnenpüree. Das muss über eine bestimmte Temperatur eine Zeit lang kochen, damit sich auch das ganze Protein von den Bohnen lösen. Und das, was zurückbleibt, das nennt sich Okara, das sind die ganzen Faserstoffe von den Sojabohnen. Dann sieht man das durch einen Sack ab und durch ein Sieb und hat nachher die Sojamilch, die man weiter braucht, um den Tofu zu machen. Das ist ein Nigari, Magnesiumchlorid, ein Bestandteil des Meersalz. Das sind so weisse Blättchen, die sich eigentlich vollständig im Wasser lösen. Und das ist so die traditionelle japanische Art zum Tofu machen, dass man eigentlich das Nigari nimmt und in die Sojamilch hineinlegt. Und dann fängt sich an, das Eiweiß von der Molke zu scheiden. Das ähnelt eigentlich sehr der Käseherstellung. Dann wird die Sojamolke abgeschöpft und bis sich eigentlich der Tofu ganz zusammenzieht und grinnt. Und nachher wird er in Pressschalen gefüllt und in diesen Pressschalen zu einem Block eigentlich gepresst. Bei den Pressschalen, wenn er rauskommt, noch geschnitten in die Portionen, die wir brauchen. Und dann kommt er hier rein und wird gekühlt und dann auch hier im Wasser abgepackt und vakuumiert. Und so wird der fertige Tofu an die Läden verkauft. Zu guter Letzt gibt es noch einen Kochtipp vom Fachmann. Etwas, was sowieso am besten ist und immer sehr gut kommt, auch beim Anbraten, ist, wenn man es mit Sojasauce ablöscht, mit Soja- oder Tamari-Sauce. Das macht man auch in China und Japan überall. Was ich auch also mit Sojasauce und Wein einkoche, mit Rotwein einkoche, das ist etwas, das immer sehr fein ist und auch sehr gut kommt.